und herzlich willkommen zu einem neuen Jahr. Erstmal angespielt. Und zwar handelt es sich um das Spiel Hinterm Horizont. Das Spiel ist eigentlich schon ein bisschen länger draußen, aber ich möchte es euch gerne vorstellen. Ihr könnt es wie immer oder wie so oft über Steam kaufen, wenn ihr daran Interesse habt. Und ja, wir beginnen jetzt einfach mal ein neues Spiel. Oh je. ich denke, das sieht jetzt am ehesten nach einem Mädchen aus, wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob es wirklich ein Mädchen sein soll. Ach so, Moment. Ach, ich bin so blöd. Okay, also hier oben können wir unterscheiden zwischen Männlein und Weiblein. Wir nehmen natürlich als Name Gameplayerin, was wir nicht angeben können. Ich probiere es nochmal eben. So, Gameplayer. Nee. Schade. Haben wir selten, aber ich darf meinen kompletten Namen nicht ausschreiben. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Aber gut, ich meine, es ist nicht so schlimm. Eigentlich würden die roten Haare besser zu mir passen, aber irgendwie finde ich, sieht die Blonde doch am besten aus. Eventuell auch die, ich bin mir nicht sicher. Ich nehme jetzt mal einfach die Blonde. Ah, da unten laufen wir rum. Schau, Clara, die Shoppingwelle. Geschäfte, Grins. Look, John, down there is a shopping mail. Let's take a look then. Hot Dogs, juhu! Dass du hier inmitten von Irland einen Hotdog essen willst? Hot Dogs kann ich überall essen. Please, one Hot Dog. Wait, darling, I'll get some popcorn, glaube ich, hat er gerade gesagt. Let's go, John. Schau da drüben, Clara. Carla. Sieht nach einem Einkaufszentrum aus. Komm, lass uns rübergehen und etwas stöbern. Okay. Bücher. Aha, Ausverkauf. Jetzt sind wir hier inmitten von Irland und gehen in ein Einkaufszentrum. Schon ein wenig verrückt, oder? Ja, aber verrückt ist gut. Dafür fährt man doch in den Urlaub. Ich darf gar nicht daran denken, dass wir Montag wieder ins Büro müssen. Nicht daran denken. Ich schaue mir jetzt die Bücher dort an. Ja, Bücher. Hey, Harry, nice to meet you. Hi, Poppy, what are you doing? Ah, just hanging around. Cool, I'm looking for work. 2 hot dogs, please. What do you mean? Looking for tourists, you have seen some? Thought I heard some Germans over the... Kann ich nicht ganz sehen? Excellent, Germans got always money? Was? What are you about to do? You'll see, Poppy. Hallo, Madam. Ich mache Tour. Interessiert? Wie bitte? Tour zu Tempel, verstehen Sie? You offer a sightseeing tour? Nice, you speak English. Yes, I know the country here and you show... and can show you some... irgendwas. Carla, kommst du mal? Okay, ich komme. Was gibt es denn? Dieser Mann hat angeboten, mit uns eine Sightseeing-Tour zu machen. Einfach so? Ich vermute, umsonst wird es nicht sein. I'll make you a good price. Let's say 100 Euro for the rest of the day. What's your name? I am Harry. This is my friend Carla and I'm Gameplayer. Eigentlich Gameplayerin. Okay, then let's go. We'll visit some very interesting temples and... Ich konnte es nicht mehr lesen. Was denkst du, Carla? Konnte ich nicht klar heißen. Klar, klingt doch spannend. Das machen wir. Noch besser als shoppen.
Okay, Harry, let's go. My car is down the road. Follow me. Hey, Poppy, see you later. Ach, jetzt weiß ich, woran mich Poppy erinnert. Don't come back too late. We might get, irgendwas. Kann ich nicht sehen. Poppy ist doch, der eine Charakter von den Trolls. Nee, here we are, our last stop. And that'll be found here? Ich kann nicht mehr lesen. There is an ancient Stonehenge in the forest. Okay. It's a long way. Stonehenge? No, perhaps half an hour to walk. Ja, so ein alter Steinkreis. So etwas wollte ich schon immer sehen. Sieht so aus, als würde es bald regnen. Und dunkel wird es auch schon. Gibt es wirklich Steinkreise in Irland? Aber wer weiß, ob wir noch einmal eine Gelegenheit bekommen. Stimmt, morgen geht's schon wieder in den Flieger. Also gut. You are ready to go? Ciao, Gameplayerin. Der Wald ist selbst in dem schwachen Licht wunderschön. Und überall wachsen Pilze und Kräuter. Es fühlt sich hier alles so lebendig an. Fast als wären wir in einer anderen Zeit, die längst verloren ist. Richtig mystisch. Wenn ich das Büro im Büro erzähle, halten die mich für verrückt. Can we go on? Don't want to get wet. Unser Führer wird ungeduldig. Lass uns weitergehen. This the Ancient Stonehenge. There are a lot of legends oder so. You have an example? A lot of people talk about. Fairies dancing in the moonlight. Oh, Feen. But no chance today. No moon, only rain. Hast du das gehört? Das Gewitter kommt wohl eher, ja, als gedacht oder so. Lass uns noch kurz den Steinkreis untersuchen. Dann gehen wir wohin auch immer. I'll wait here. Was ist das denn? Eine Pflanze? Diese Steine finde ich einfach faszinierend. Sie strahlen irgendwie. Hörst du mir überhaupt zu? Klar, diese Pflanze fasziniert dich. Sieht wirklich einzigartig aus. Hey, I'll go slowly back to the car. The storm is coming. Und dann lässt er die allein, oder was? Okay, we'll come in a moment. Ob ich wohl einen Ableger mitnehmen kann? Fass sie lieber nicht an. Vielleicht hat sie giftige Stacheln. Nie habe ich meine Ausrüstung dabei, wenn ich sie brauche. Was meinst du für Ausrüstung? Ich sammle doch Pflanzen. Ein Hobby schon von Kindesbeinen an. Das wusste ich noch gar nicht. Nun wird's wirklich ungemütlich hier. Autsch. Carla, was ist los mit dir? Ja, jetzt richtig. Was ist das für ein Leuchten? Ich würde sagen, das war ein Blitz. Bitte entschuldigt, aber ich kenne eine Clara. Und dann Carla zu sagen, das ist so ein kleiner Zungenbrecher in dem Moment. Aber alles gut. Und wo ist die Freundin? Hallo, Gameplayerin. Wer bist du? Woher weißt du, wer ich bin? Es gibt vieles, was ich weiß, mein Mädel. Wenn du willst, kannst du mich Kien nennen. Das bedeutet weiser Mann und würde mir gefallen. Na gut, weiser Mann, jetzt sag mir, wo ich hier eigentlich bin. Ich denke, du bist irgendwie durch diesen Steinkreis gekommen, oder? Was? Ich stecke in irgendeinem bizarren Traum fest? Durchaus möglich. Am Ende ist alles nur ein Traum, meinst du nicht? Ich habe jetzt wirklich keine Lust auf Philosophie, alter Mann. Gut, dann lasse ich dich jetzt allein. Ich wohne im Osten. Folge einfach dem schmalen
Weg? Fragezeichen. Wenn du dich beruhigt hast, besuche mich. Mir scheint, du wirst Hilfe brauchen, um dich hier bei uns zurechtzufinden. Ja, das könnte in der Tat sein. Kapitel 1, eine neue Welt. So, laufen tun wir mit ASWD, also ich bin mit Tastatur am Spielen. Drücke F1, um die Spielanleitung zu lesen, oder F2, um die Online-Video-Tutorial-Seite zu öffnen. Ah, okay. Ich werde mal kurz mit euch reinschauen. Kurzanleitung, was man machen kann. Öffnet das Fenster zum Bauen und so weiter und so fort. Ja, ihr könnt euch das Ganze gerne durchlesen. Stoppt einfach mal kurz das Video. So, Kurzanleitung, Werte. Ich werde mir das jetzt im Moment noch nicht alles durchlesen. Ich denke mal, das meiste wird intuitiv sein. Wenn ich aber mal Fragen habe, weiß ich zumindest, wo ich nachgucken kann. Nämlich unter F1, der Boden und so weiter. Neues. Okay. Gut, wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, ohne dass wir Hilfe brauchen. Also, ich habe gerade mal ausprobiert, wenn man Space drückt, dann kann man das Spiel pausieren. Das ist schon mal gut zu wissen. Wir gehen jetzt mal nach Osten. Ich meine, das hat er auch gesagt. Er ist zumindest hier in die Richtung gegangen. Das muss ich mir jetzt mal angucken. Das ist die Info, beziehungsweise die Pflanzenwelt wird mir hier angezeigt. Da kann ich anscheinend nichts mitmachen. Okay. Oder ich kann was machen und weiß noch nicht genau wie. Ich denke mal, ich muss aber als erstes mal diesen Typen im Osten finden. Wer bist du denn? Hi. Kann man mit dir sprechen? Vielleicht sollte ich doch mal gucken, wie man mit jemandem sprechen kann. Das steht hier aber. Moment, Dialoge. Es gibt viele Nicht-Spieler-Charaktere in der Welt, mit denen man sprechen kann. Okay, manchmal wird man auch was gefragt. Steht jetzt aber nicht direkt drin. Händler mit der linken Alt-Taste. Okay, aber da steht jetzt nicht drin, wie ich die ansprechen kann. Also nehme ich mal an, dass man den jetzt nicht wirklich ansprechen kann. Muss es ja auch geben, solche Leute. Ich weiß jetzt nur nicht so genau, wo ich eigentlich hin will. Er hat ja gesagt, im Osten. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht den falschen Weg entlang gelaufen. Es würde mich auch nicht wundern. Ah, hier können wir rein. Oder klopfen. Ach, rechte Maustaste. Okay. Also, rein können wir. Können wir hier irgendwas nehmen oder so? Fenster können wir aufmachen. Ja, lassen wir doch mal die schöne... Das können wir anmachen, nehme ich an. Ne, das ist schon an. Okay, also links können wir nicht rum. Doch, hier. Aber hier können wir nichts machen. Ne, da sind wir wieder an der Lampe. Okay. Fässer und so, da können wir auch nichts machen. Es tut mir leid, ich lasse mal euer Häuschen offen. Da kann ja sowieso jeder reingehen. Ist nicht so schlimm. Ich hoffe, es gibt keine wilden Tiere oder sowas. Ja, hier scheint der Weg aber doch versperrt zu sein. Also suchen wir uns mal einen anderen Weg. Was ist denn mit dir? Was bist denn du für einer? Eine Ratte? Eine Maus? Du siehst so süß aus. Leider kann ich mit dir gerade nichts anfangen. Ist aber nicht schlimm. Wir gehen erstmal unten herum. Übrigens, was ich noch gerne erwähnen möchte, weil das ja doch eine sehr große Leistung ist, dass dieses Spiel von einer einzigen Person entwickelt worden ist, finde ich persönlich ziemlich krass. Vor allen Dingen finde ich, ist die Grafik und alles dafür doch sehr, sehr gut gelungen. Ich meine, klar, es ist keine 2K-Grafik, so wie wir es normalerweise von meinen Videos gewohnt sind. Aber, ja, ich sag mal, das ist ja auch nicht das Spiel, was man normalerweise in 2K-Grafik hat. Was haben wir denn hier? Können wir da was machen? Ach, das ist nur zum An- und Ausmachen. Oh, ich dachte, wir können was klauen oder so. Was ist mit dir? Den können wir auch nur an- und ausmachen. Schade. Ich hoffe immer noch, dass wir hier irgendwas unterwegs bekommen. Dass wir mal mitnehmen können. Ich meine, ganz nett ist es natürlich nicht. Wir machen den guten Leuten hier mal die Fenster auf. Damit auch mal ein bisschen Luft reinkommt. Ja. Er hat nur gesagt im Osten. Er hat nicht gesagt wo. Also müssen wir wohl weitersuchen. Aber hier geht's. Nee, hier geht's zum Wasser. Mist.
Gibt's hier ein Boot oder so? Kann ich schwimmen? Auch nicht. Okay. Typ hätte mir vielleicht mal sagen sollen, wo er ist. Also, wir haben hier eine Karte übrigens unter M. Eventuell müssen wir jetzt hier komplett drüber. Das weiß ich natürlich nicht. Aber die Karte bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter. Dürfen wir ja eigentlich rumlaufen? Ist das irgendwie irgendwas Böses, wenn wir da durchlaufen? Ich weiß ja nicht, was das für. Aber ich denke mal, das ist nur Erde oder sowas, ne? Ja. Ich laufe jetzt mal einfach kreuz und quer durch die Gegend. Oh, ich sehe gerade übrigens, wir haben hier so 20, 22 Grad. Also es ist doch recht warm. Das würde erklären, warum wir hier mit kurzen Sachen rumlaufen. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt genau in die falsche Richtung steuere. Ich weiß auch nicht. Wo sind wir denn hier? Da können wir doch noch ein ganzes Stück weitergehen. Also wenn er sagt im Osten, heißt das für mich, dass er ganz im Osten wohnt. Und da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht hin, weil hier überall Berge sind. Bei meinem Glück. Also ich meine, die Berge sind da, die sehe ich ja jetzt schon, aber bei meinem Glück kommen wir hier nirgendwo rum. Da ist wieder Wasser. Ja. Da sind wir dann da unten. Wie kommen wir denn hier durch? Können wir unten irgendwie am Berg entlang vielleicht? Ich denke mal nicht, oder? Das könnte so eine Art Sumpf oder sowas sein oder so. Ja, auf jeden Fall Untergrund, wo man nicht so schnell entlanglaufen kann. Das hier sieht mir eher felsig aus, warum man da besser entlanglaufen kann. Das weiß ich nicht, weil ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich über felsige Gegenden laufe, also wo jetzt so Kieselsteine oder sowas laufen, dass ich da eher schlechter entlanglaufen kann. Ah, ich hab's gewusst. Oh, ihr seid doch gemein. Nee, ihr darf ich ja gar nicht sagen. Du bist doch gemein. Ich muss hier erstmal meinen Weg finden. Gleich kommt dann so ein Einspieler. 2 Stunden später. Das ist auch wieder so ein bisschen rumgematscht. Okay, also an diesen dunklen Stellen darf man besser gar nicht durchlaufen, habe ich so das Gefühl, weil das ist so ein bisschen matschig irgendwie. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Wir sehen uns gar nicht auf der Karte. Doch, Moment, da, glaube ich. Ha, wir können zoomen. Sehr schön. Dann gehe ich mal ein Stückchen noch nach oben. Okay, hier ist ein Zaun, wo offensichtlich Hühner drin sind. Aber da bin ich schon gewesen, ne? Okay, wir gehen jetzt einfach mal systematisch die ganze Umgebung hier ab. Das Problem ist, dass ich jetzt hier nirgendwo draufdrücken kann. Waren wir hier jetzt schon? Verschlossen. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Ah, okay. Na gut, das wird wahrscheinlich jetzt nicht der Typ gewesen sein, der da wohnt. Es sei denn, dass wir jetzt irgendwo einen Schlüssel suchen müssen. Das wäre natürlich, wir könnten noch mal im Questjournal gucken, fällt mir gerade ein. Mit J können wir da rein, aber wir haben weder Hauptquest noch Nebenquest. Das ist natürlich jetzt nicht so doll. Da kann man sich jetzt auch nicht dran orientieren. Aber er hat gesagt, wir sollen Richtung Osten gehen. Hier geht es wahrscheinlich, ja, geht es wieder nicht weiter. Okay, da weiß ich nicht, ob wir da weiterkommen können. Versuchen es mal. Ich gebe ja nicht auf. So, es hat so gut gestartet. Und jetzt finde ich den Anschluss nicht. Es tut mir leid, es tut mir leid. Wahrscheinlich laufe ich irgendwie intuitiv genau in die falsche Richtung bei meinem Glück. Ja, das wird jetzt hier unten wahrscheinlich auch wieder zusammengehen und wir kommen nicht weiter. Ja, das sieht mir doch sehr danach aus. Das können wir auch ein bisschen ziehen. Da oben war das Haus. Da kamen wir aber doch nicht rüber. Da muss es irgendeinen Trick geben, dass wir das da wegräumen können. Gehe ich mal stark von aus. Aber wir haben ja nichts. Wir haben keine. Moment, da war aber was mit Ausrüstung, Werkzeuge. Statusleiste. Okay. Füttern von Tieren. Ja gut, wir wollen jetzt im Moment keine Tiere füttern.
Wir wollen jetzt erstmal herausfinden, wo wir eigentlich hin müssen. Bäume. Ich habe so das Gefühl, dass der Typ mir vielleicht doch helfen konnte, mit dem wir nicht reden konnten. Zum Steinkreis. Ja, von da sind wir ja gekommen. Das wollen wir ja nicht. Aber er hat ja eindeutig gesagt Richtung Osten. Und er kam ja auch von dieser Seite aus. Ah! Was haben wir hier? Haha! ich kann es nicht lesen. Moment. Das ist Null. Ich hatte es mir eben extra aufgeschrieben. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Schnelles Benutzen mit Q können wir nicht benutzen. Okay, Mist. Können wir unser Inventar anzeigen lassen? Ja, können wir. Bringt uns aber nichts. Doch, rechte Maustaste. Ha! Dein Bewusstsein hat sich erweitert. Okay. Unsere Ackerböden Teil 3. Schmutz, Sumpf, Gewässer und so weiter und so fort. Kann ich jetzt erstmal so nichts mit anfangen, aber wir haben anscheinend was gelesen. Ich habe es gemacht, ohne so richtig zu verstehen, was ich gemacht habe. Aber egal. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Moment, hier. Ist das unsere Hütte? Nee, oder? Nee, ich wollte gerade sagen. Okay. Inventar. Rechte Maustaste. Ackerböden Teil 2. Mein Bewusstsein hat sich wieder erweitert. Siehst du, hätten wir einfach mal nur nach oben gehen müssen. Dann hätten wir schon das Erste gehabt, was wir machen können. Jetzt konnten wir es natürlich vorher nicht. Und jetzt schaue ich mal. Jetzt ist es natürlich auch noch so dunkel. Das ist jetzt hier gerade. Moment, da ist Licht. Da war ich aber schon mal. Ich erkenne das Fenster. Das Fenster ist geöffnet. Genau, das war das Erste, wo ich reingegangen bin. Oh, hi. Darf ich mit dir reden? Morgen ist noch genug Zeit für ein Gespräch. Nein, finde ich nicht. Ich möchte jetzt mit dem reden. Wie spät haben wir denn überhaupt? Moment. Nach 22 Uhr, glaube ich. So hundertprozentig kann ich es jetzt hier nicht sehen. Ja. Kann ich den Tag irgendwie überspringen? Verlaufen Sie. Nach ungefähr 16 Stunden wirst du müde und deine Kräfte schwinden. Das ist schlecht. Und wo kann ich schlafen? Das weiß auch keiner. Richtung Waldheim. Ja, aber da kommen. Hier kommen wir, glaube ich, noch weiter, aber. Nee, hier kommen wir auch nicht weiter. Ah, das war die Stelle hier, ne? Das heißt, ich Idiot hätte eigentlich wahrscheinlich jetzt im Hellen mit dem sprechen müssen. Aber da kam jetzt kein Hinweis. Ich guck mal ein bisschen hier in der Gegend rum. Wahrscheinlich werden wir gleich unterwegs ohnmächtig. Ich werde müde. Ich höre hier aber irgendwas. Sag dem Typen mal, der soll aus dem Bett rausgehen. Dann schläfst du da. Können wir uns nicht hier drauflegen? Förster. Okay. Wilfried der Förster. Haben wir schon wieder was dazugelernt. Aber wir haben kein Bett. Da war doch irgendwo eine Hütte. Die war das, glaube ich. Ah, ich glaube, ich habe gerade eine Markierung gemacht. Ah, komm schon, ich weiß, du wirst müde. Vielleicht könnt. Ja, ich weiß, ich hab's ja verstanden. Vielleicht kannst du hier schlafen. Vielleicht gewährt dir der Obdach. Falls überhaupt einer da ist. Aber müsste er eigentlich, weil wir haben ja hier. Ach, das ist der Druide. Nein, morgen ist keine Zeit für ein Gespräch. Kann ich mich bei dir auf die Couch irgendwie legen? Ich bleib mal einfach hier stehen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt hier. Wieso kann ich hier. Achso, die kann ich einzeln anklicken. Ich weiß auch nicht, wie ich den. Ah, wie ich den Tag bauen. Bauen. Werkzeuge. Aber nichts. Okay. gut, wir haben keine Bauanleitung. Das kann ich noch nachvollziehen. Kochen haben wir vermutlich dann auch nichts, ne? Inventarkarte. Meine Augen fallen zu. Ja, tut mir leid, ich habe leider kein Bett für dich dabei. Zauber, Rucksack habe ich anscheinend nichts drin. Ist ja logisch, wir haben auch nicht wirklich was eingesammelt. Komm, leg dich einfach zu denen auf den Boden, dann ist gut. Also ich würde sagen, dass ich jetzt erstmal die Folge hier beende und dass wir in der zweiten Folge gucken, dass ich euch wieder hinzuhole, wenn wir den nächsten Tag haben.
und wir wahrscheinlich dann gleich irgendwie zu Boden gefallen sind oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also das eine ist ja verschlossen, ansonsten habe ich jetzt hier kein Haus mehr gefunden, wo man sich vielleicht mal hinlegen könnte. Deswegen würde ich sagen, bleiben wir einfach mal hier. Und wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, dass hier zwei Leute sind. Und hier ist ja auch der Druide und mit dem müssen wir auch sprechen. Und ich hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr sehen. Aber wir haben zumindest schon mal die Umgebung gesehen. Okay, bis zur nächsten Folge. Ciao!